Guten Morgen. Es ist der verfickte 43. Tag oder 42. bin ich sicher, in Vietnam für mich. Der liebe Robin ist auch noch da, hat jeden Morgen die gleiche Reaktion. Alter, ist es heiß. Wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch so weitergehen. Oh, das wird die nächsten Wochen noch so weitergehen. Und ja, wir gehen frühstücken. Ja, bereiten Sie die Fahrt vor und dann geht's nach Hanoi zurück. Können wir gerne machen, ja. Ich weiß noch nicht ganz, was hier abgeht. Was war deine Frage? So, reicht unser Geld noch, damit ich mir noch einen Kaffee kaufen kann? Ja. Oder ist kritisch dann? Unser Geld reicht, glaube ich, noch gerade so. Ganz kritisch. Wir haben gerade unseren Keycard der Post hier zurückbekommen. Jetzt sind wir einfach wieder... Unerwarteter Geldfluss. Digga, 4 Euro reicher jeder. Oh yeah. Richtig. Wir müssen Robin wieder operieren. Ja, drauf, Junge, guck ihn dir an. Junge. Was ist für ein Oschi? Der wird jetzt rausgeschnitten. Oh, ich hab gar keinen Bock. Willst du on cam? Ja, bitte. Okay. Ja, mach. Okay, jetzt nochmal. Ja, okay, jetzt geht's schon wieder alles gut. So, wir haben jetzt unsere Einreise-Geschichte da gemacht und haben uns eingecheckt auf die Philippinen. Jetzt haben wir geguckt, die Unterkunftspreise auf den Philippinen. In der Hauptstadt oder auf den Inseln. Geistkrank teuer. Ach du Scheiße, hab ich nicht mitgerechnet. Also, wenn so das günstigste Schlafraumzimmer für 8 Dollar ist oder 8 Euro, boah, das ist schon sehr viel. Ich hab Hostels gesehen mit Schlafraum für 15 Euro die Nacht. 15 Euro? Geld brauche ich sowieso. Und wieder ein Baba-Buswechsel. Das heißt, ich nochmal ein Baba-Upgrade bekommen. Ja, man, Beinfreiheit. Jetzt ist ja auch hier die sogar Massagefunktionen sitzen, gell? Echt? Ja, weil die Karre noch nicht an ist, oder? Lädt dein Handy schon? Nein. Da sind wir wieder. Das vierte Mal in Hanoi. Für Robin das zweite Mal. Jo, mein Paul. Die Sonne knallt. Ich habe da drinnen schon nach Möglichkeiten gesucht, wo ich hinkotzen kann. Das war eine richtige Nummer. Was? Warum? Junge, ich bin rumgeflogen. Diese Hügel und du verpennst es komplett. Das hat dich einen Scheiß interessiert. Also, ja. So, wir marschieren jetzt hier über eine halbe Stunde zum Hostel, wo wir unseren Kram ablegen müssen. Wir sind auf jeden Fall in einer hübscheren Gegend, wenn man es so nennen kann. Also ein bisschen moderner Gebäude, ein bisschen Ordnung. Ja. So, Rucksäcke sind gedroppt, Oberteile komplett durchgeschwitzt. Scheiße, ja. Jetzt suchen wir uns einen kleinen Snack, chillen durch die Stadt, machen noch ein paar Einkäufe. Das stimmt, ja. Hauptsächlich essen wir heute, trinken und shoppen. Ja. Also geben wir mal die ganze restliche Kohle aus, die wir haben. Haben zwar nicht mehr so viel, aber ja. Mal schauen. Bild aus, und wieder bei Enddumplings. So, nachdem Robin jetzt seinen Insektenangriff überlebt hat. Naja, da ist wieder eine. Bro, film mal bitte kurz mein Bein. Und irgendjemand kann beurteilen, ob ich übertreibe oder nicht. Also, nicht aufgegessen. Und wird gekurbelt. Kringelt ihn.
wie nennt man das? Muschel? Schale? Haus? Haus? Is that a house? I don't know. Oh Mann. Soll das in den... Kommt's auch wieder in den Block rein? Es kommt natürlich in den Block rein. Man muss echt zu jeder Sekunde damit rechnen. Es ist Block Live, Leute. Oh yeah. Die leben hier schon wieder einen ganz anderen Film. Ich sehe auch gar keine Touri momentan. Ich habe vorhin mal kurz wieder eingesehen, aber hier ist einfach niemand europäisch oder nicht asiatisch. Schon wild. Und die Kohle ruft wieder. Fuck. Nochmal. Wir haben uns vorgenommen, es nicht zu tun, aber dann kamen unerwartete Ausgaben dazu. Schade da. Ja. Ja, und das Problem ist, mein Handy ist doch noch aus. Ja, ich kann noch 200 abheben. Mach 300. Ich glaube, 300 ist gut. Ja. Ja, wir haben kein Geld mehr. Und wir wollen halt genau das abheben, weil wir morgen nochmal niederfliegen. Und mein Handy ist aus, ist leer. Ich habe gerade mit Harry telefoniert. Und wir haben eigentlich voll ein gutes Gespräch geführt, mitten auf der Straße hier. Und da ist mein Handy einfach ausgegangen. Fuck. Sehr schlecht. Haben Sie Hunger? Geht so. Geht so. Der Junge hat heute nichts gegessen schon wieder. Nichts. Stimmt. Ist auf jeden Fall nicht gesund. Hast du mehr gegessen? Liegt da jetzt hier nicht rum. Ich hab grad schon zwei Eiscreme gegessen. Ja, aber ich will jetzt was essen. Ja, ich will auch. Ja, ich will noch was essen. Geld muss jetzt auch weg. Stimmt, ja klar. Ja, wir warten auf unseren Bambi. Ist mal schneller. Ist mal schneller. Oh. Kommt er mir vorhin so blöd und jetzt? Nies halt. Da ewig an dem Ding da rum. Ich hab schon zwei Eis gegessen. Wir sind gerade im Laden gelandet, wollten eigentlich nur was zu trinken kaufen. Und da ist eigentlich so eine Deutschlandflagge und die sind einfach auf eine deutsche runtergesetzte Produkte. Wo ist das? Hier steht drauf, Wärme und Preis. Der Preis, der Preis, der Preis. Ah, du hast den vorhin gesehen. 464.000 oder so. Und die Dinger, die Gummibärchen, 140.030. Ah, hier an der Seite ist es. Das sind 5 Euro. 65. Digga, das sind 16 Euro. Schon wild. Lass mal holen, oder? Ja. Was ist gerade aufgefallen, Robin? Das ist einfach alles deutsch. Guck es dir an, hier drinnen. Backofen, Kühlschrank, Handspülmittel. Was geht hier ab? Wir sind einfach in Deutschland. Denk mit, alles. Hä? Zu wild. Wie man Tafel fahren. Hefe. Ups. 800k. Oh, Schnäppchen. Junge, was ein Film. Auch ganz komischer Laden, oder? Ja, Mann. So clean. Ja. Also passt gar nicht hier rein. Nee. Ich würde einfach jeden Tag, einen Tag aus, wie Robin gerade gesagt hat. Der Markt ist die ganze Stadt aufgezogen. Genau, jetzt geht's gerade los. Es ist so crazy. Da hängt schon die Fake-Schuhe, die sind noch fast ready. Alles von Patte machen. Heute ist Sonntag, heute ist Money Day vielleicht. Ja, Mann, aber so viel Müll auch. Einfach andere Welt wieder. Komplett hart. Gefahr fürs weiße T-Shirt, aber es wird schon. So, das ist das erste Mal jetzt hier Polizei gefunden. Ja, schade, dass es erst im Block erfahrt. Aber wir sind leider festgenommen worden. Ja, der passt auf uns auf. Ja, scheiße, Mann.
Guck uns an, Digga. So, der Edelspinner hat gesagt, er gönnt heute einen Grab zum Flughafen. Ich bin dann trotzdem wieder auf meine Rechnung. Irgendwie schlau, oder? Irgendwie gut gemacht. Wie läuft das? Ja, fühlt sich jetzt gar nicht so. Das guckt so eine Grab-Fahrer. Und singt mit. Aber. Und singt mit. Ach du Scheiße. Pull up, he made it. Ja, Mann. Schön ans Flughafen, Hotel. Geil. Ich bin mal gespannt, so, was du noch ausgesucht hast. Das günstigste. Okay. Wieso älter ist so krass, Leute. Das ist eigentlich fast spannender als die Tour. Von den Leuten, die mitfahren. Die Spanien-Rundfahrt, Digga, die zweite Etappe. Junge, es ist so heiß dort. Es ist so geistkrank heiß. Wo sind wir hier gelandet? Irgendwo im Nirgendwo, kurz vorm Flughafen. Da hinten soll ein Tempel sein. Den schauen wir uns jetzt an. Den schauen wir uns jetzt an. So, ist dunkel. Ich sag gute Nacht. Wir fliegen morgen nach Manila. Let's go.